Lilo, heute mal ein zweiter Teil meines Grundlagenvideos zum Linux Terminal. Linux Terminal. So, wir hatten ja schon mal so ein paar Sachen im ersten Teil gelernt. Was mit Clear, mit ls, mit cd, mit cut, sudo, apt-get, exit und wie man mit Editoren arbeitet, wie man was kopiert, etwas löscht, ein Verzeichnis anlegt, sich die Hilfe anschaut oder einen Prozessbaum. Gut, heute 2.0 dieser kleinen Reihe. Gut, ich habe mir gedacht, es wäre jetzt vielleicht mal wieder Zeit. Womit fangen wir an? Wir hatten den ls-Befehl. Da gibt es natürlich noch mehr Möglichkeiten. Ich mache das mal ein bisschen größer, damit man es besser sieht. ls hatten wir, ls, ne, um uns ein Directory anzuzeigen. Leerzeichen. Minus, und da kommen die Parameter, kennen wir ja schon. Minus al wäre alles anzeigen, und zwar, ich sag mal, in der Langversion. Und wir kennen schon more, ne, more, um uns eine lange Liste ein bisschen hoch und runter rollen zu lassen. Aber es gibt auch more, und es gibt auch less, ne, more less, ne. Less ist eigentlich das Gegenteil von more, ne. Mehr oder weniger. More heißt mehr, less heißt eigentlich so, ja, weniger. Ne? Und was macht das dann? Gut, was macht dieser Befehl? ls ist im Prinzip dir. Ne? Minus a, ne? Alles anzeigen, auch die versteckten Dateien und dann das in einer ausführlichen Version. Ich kann zwei Parameter zusammenfassen. Ich muss also nicht minus a minus l schreiben, sondern kann minus al schreiben. Ne? Minus zeigt mir an, da kommt ein Parameter. Und dann al halt alles anzeigen. Und in der langen Version. Und dann kommt dieser Pipe-Befehl, der die Ausgabe, der von diesem Kommando erzeugt wird, weitergibt an ein anderes Programm. Ne? Und das heißt less. Und das macht nichts anderes, als hoch und runter zu rollen. So, so sieht das dann aus. So sieht das dann aus. Wir sehen, ne, bei more kannten wir schon, ne? Da konnten wir so rollen, ja, auch mit dem Pfeiltasten. Eigentlich nur so runter. Und hier, less kann auch hochrollen. Das ist doch nett, ne? Kann auch hochrollen. Ja, Q, quit. Ist wieder gut. So, oh gut, was macht der unten? Der will Update. Aktualisierung will ich jetzt eigentlich nicht wirklich. Aktualisierung, hä? Muss ich gerade mal stoppen, ne? Zu. Ja, ich bin hier nämlich live. Ich mache das live und Farbe habe mich hier jetzt nicht vorbereitet. Bin hier quasi unter einem, ja, Ubuntu 14.04, was man hier vielleicht auch daran sieht. So habe ich meinen Rechner genannt, ne? Und habe dann noch ein Cairo-Dock installiert. Gut, was können wir denn noch machen? Clear, kennen wir schon? Clear? Wir hatten es ja mit unserem Home-Verzeichnis, ne? Hier sieht man, ich bin hier mit der Tilde, ne? Sieht man immer, ich bin im Home-Verzeichnis, wenn ich ls mache. Sehe ich mein Home-Verzeichnis, ne? Da habe ich mir ein paar Textdateien gemacht. Was ist, wenn ich jetzt irgendwo anders wäre, sage ich jetzt mal, irgendwie mal zum Beispiel mal da, im Root-Verzeichnis und will wieder zurück. Im ersten Teil hatten wir gesehen, das geht mit CD, Leerzeichen und der Tilde. Aber stattdessen kann man einfach nur CD schreiben. Einfach CD, Enter. Und ich bin wieder, ihr seht, im obersten Verzeichnis. Eine Abkürzung, ne? Damit man nicht die komische Tilde schreiben muss. Oder ich gehe nochmal zurück ins Wurzelverzeichnis. Und wir könnten auch sagen CD Dollar Home. Hier ist eine Umgebungsvariable unter diesem Betriebssystem Ubuntu 14.04 gesetzt. Home, ne? Und Home heißt einfach, ja, mein Heimverzeichnis, das Heimverzeichnis von The Wreckrunner. Wenn ich sage, wechsle in das Directory von, setze Name ein, heißt ja Dollar Home, dann bin ich da auch wieder daheim. Ne? Sieht man an der Tilde. Ne? Erst nicht glaubt, mache ich wieder ls. Gut, diese beiden anderen Möglichkeiten der Vollständigkeit halber mal gezeigt. Gut, was ich sehr, sehr häufig mache, ist lsb unterstrich release. Ja, minus a, was heißt das denn jetzt? Unter Ubuntu und vielen anderen Linux-Versionen ist es möglich, sich die Version so anzuzeigen. Ja,
sich so anzeigen zu lassen. Geht aber nicht immer unter jedem Linux-System. Es kommt darauf an, ob der Befehl lsb-release vorhanden ist. Ne? Hier sehe ich zum Beispiel, ich bin unter Ubuntu 14.04 LTS, Codename Trusty. Außer -a gibt es noch weitere kleine Abkürzungen. lsb-release-help. Ne? Das mit dem Help hatten wir auch schon gelernt. Da gibt es noch verschiedenste andere Möglichkeiten. Pfeil nach oben, kriege ich den alten Befehl wieder wie vorher. Zum Beispiel sagen wir mal c. Ja, lsb-release, Leerzeichen, -c, sehe ich einfach nur Trusty. Trustytar heißt diese Version von Linux. Ubuntu, clear. Gut, dann Unix-Name. Ne? Unname mache ich auch gerne. -a heißt eigentlich immer, zeigt mir alles. Ne? Und dann sehe ich zum Beispiel, welche Kernel-Version ich habe. Ne? Welche Kernel-Version. Was heißt hier das hier vorne? Hier, das heißt Linux. Ja gut, ich bin unter einem Linux-Betriebssystem. Das hier, was danach kommt, ist eigentlich nur der Rechnername, den ich habe. Ne? Wenn ich sage Uname-A, zeigt mir alles Mögliche an über mein Unix-System, dann zeigt er mir an, jawohl, das ist ein Linux-System. Der Rechner heißt so, den habe ich so genannt, da könnte jetzt was Gott was stehen. Das ist das Kernel Version 3.13.0.29-generic. So, und dann kommt noch Datum, Uhrzeit und dass das ein 64-Bit-System wäre. So, jetzt könnte ich noch mehr machen. So, was brauchen wir noch? Wir hatten einen Befehl, der ist auch standardmäßig hoffentlich bei euch dabei. Top. Zeigt mir zum Beispiel die im Moment ja Top-Prozessor an, was am meisten Prozessorlast braucht. Man sieht hier sehr schön CPU. Was wird gerade am meisten benutzt? Mit Q, wie quit komme ich da wieder raus? Clear. Wieder weg. So, Top benutze ich gerne. Viele benutzen gerne eine verbesserte Version von Top. Na, wir haben schon gelernt, wie man was installiert. Sudo apt-get install h top. Na, alles schön kleinschreiben. Großkleinschreibung ist wichtig unter Linux, wenn ich es nicht schon installiert habe. Gut, habe ich es installiert? Habe ich schon installiert. Wenn ich es nicht installiert hätte, käme jetzt die Meldung, wurde installiert. Und jetzt mache ich mal H-Tab und sehe dann, ja, das sieht doch ein bisschen angenehmer aus. Ne? Das ist ein bisschen optisch aufgepusht. Sehe ich auch, wie meine CPUs ausgelastet sind und welche Task und von welchem Nutzer. Unten gibt es noch Funktionstasten, die ihr drücken könnt, um zum Beispiel die Sortierreihenfolge der laufenden Prozesse, ne, so ein Task Manager, so ähnlich wie PS3, was wir da gesehen haben, das ist jetzt mal eine andere Variante. Jetzt könntet ihr F10 für Quit drücken oder das Terminal schließen, geht auch. Ne? Ne? Fenster schließen, Terminal schließen oder Steuerung und C. Ne? Also Steuerungstaste auf englischen Tastaturen Control und gleichzeitig C bricht ab. Auch sehr wichtig. Ne? Also ich schreibe es jetzt einfach mal hin. Ne? Ihr tippt es natürlich nicht ein. STRG-Taste und C ist dann abbrechen. Steuerung C. Gut, wie kann man was wieder deinstallieren? Ja, sudo apt-get. Ja, nicht installieren. Jetzt wollen wir es purgen. Purge heißt, lösche es wirklich runter. Ha, top. Ne? Gut, ich kann es mir jederzeit wieder installieren. So, 1 zum Entfernen. Ne? Und 24 sind nicht aktualisiert. Das heißt, mein System, ihr habt ja vorhin gesehen, will sich eigentlich aktualisieren. Apt-get schaut natürlich auch noch nach. Gibt es vielleicht Updates? Aber ich habe ja gesagt, ich will 1 entfernen. Und das heißt, ha, top. Wollen Sie fortfahren? Ja, ich brauche nur Enter drücken. Sieht man sehr oft bei diesen Rückfragen, was da schon groß hinterlegt ist, ist das, was ausgewählt wird, wenn ihr einfach nur Enter drückt. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr auch das J eingeben. Enter. So, dann wird das Ding entfernt, ne? Also physisch vom Rechner gelöscht. Hinweis, nicht unbedingt bei jedem Programm kann man das so einfach wieder entfernen. Siehe mein Video zu den Metapaketen. Ne? Da hat man schon meine Schwierigkeiten manchmal, wieder etwas loszuwerden. Clear, das ist uns klar. So,
Ja, jetzt habe ich natürlich, sieht man sehr schön, ne? Ich habe das C vergessen. Was passiert dann? Dann bekomme ich Vorschläge, ne? Clear, ne? Clear, das war das, ne? Bier, ne? Bär, ne? Oder Bier, oder trinken wir noch ein Bier? Warum nicht? Clear hätte es geheißen. Clear. Und Ende. So, was hätten wir noch? Angenommen, ihr schlagt in irgendein Programm unter Linux auf und es geht gar nichts mehr, es hängt, ihr kommt vielleicht noch ins Terminal, ne? Ihr kommt noch so ein Terminal, kommt noch prima rein und möchtet jetzt neu starten, ne? Das Ding hängt, ne? Es gibt natürlich Tastenkombinationen, hatte ich schon mal gezeigt, die magische Tastenkombination Reisub, ja, Altdruck Reisub, aber es geht auch anders mit sudo Reboot. Natürlich solltet ihr vorher alle Dateien gespeichert haben. Sudo Leerzeichen Reboot startet den Rechner neu. Warum muss ich da sudo davor schreiben? Ja gut, den Rechner einfach so neu starten. Von der Kommandozeile sollte eigentlich nur der Administrator, ne? Und den haben wir hier. Sudo, ne? Mit sudo Rechten, sudoas Rechten. Gut, ihr könnt natürlich auch schreiben sudo minus i. Hatten wir auch schon mal gezeigt, sudo minus i oder alternativ minus s ging auch, ne? Dann bin ich auch der Root und könnte auch sagen reboot, ne? Mache ich jetzt nicht, sonst habe ich ja kein Video mehr. Exit, dann bin ich wieder aus dem Root raus. Na, so kann ich wieder zurückwechseln vom Benutzer Root mit Exit zum Benutzer, wo ich vorher war, mich quasi auslocken. Ja. Benutzer wechseln von der Kommandozeile aus, ist doch nett. Ja, was hatte ich letztens? Ich habe mir doch da was installiert. Habe ich das überhaupt noch drin? Die Downloads habe ich schon gelöscht, schade eigentlich. Aber ich habe auf meinem Rechner, ich zeige das jetzt mal hier vom Dolphin Dateimanager aus. Und zwar hatte ich mir User Share und dann hatte ich unter Themes. Ich mache eben blättern bis T. Warum ich das zeige, seht ihr gleich. Themes kann ich natürlich auch suchen mit der Suchfunktion, aber ich bin immer zu faul, ich mache das lieber so. Wie früher halt. Gut, erst dann halt wieder Themes. Themes. So. Geht manchmal schneller. Gut. Da hatte ich mir ein Thema zusätzlich hier in diesen Ordner, ne? Wurzelverzeichnis, User, ne? Manche sagen auch Unix, blablabla System, aber die meisten sagen User, Share, Themes, kopiert. Ne? Wie kopiere ich mir denn aus meinem Download-Ordner vom Terminal aus was dahin? Ne? Wie kann ich das machen und was kann dabei noch sonst auch passieren? Clear? Das macht man dann so. Sudo, warum sudo? Nun, das liegt so weit oben, das Verzeichnis, ne? Da bin ich nicht im Home-Verzeichnis. Ne? Da muss ich mit Sudo-Rechten, mit Root-Rechten arbeiten. Sudo Copy. Copy-Befehl hatten wir schon. Und weil in dem Ordner, den ich kopieren will, noch mehr drin war, machen wir das wieder rekursiv. Hatten wir auch schon mal gesehen. Nun, jetzt könnte ich jetzt mein Home-Verzeichnis angeben. Home. Rec. Autokompletierung. Und dann D. Großgeschrieben Downloads hatten wir auch schon gelernt. Und dann der Name, der dort wäre, Black. Na, natürlich habe ich das Ding inzwischen gelöscht, aber ich schreibe es trotzdem mal so hin, als wäre es noch da. Minus GTK. Ich habe mir das hier nebenbei auf den Zettel geschrieben. Nicht, dass er meinte, ich kann ja alles auswendig. Ich bin ja auch kein Genie hier. Ne? Zu Share. Und dann so kann man das dann rüber kopieren. Warum mit Root-Rechten? Wir gucken noch mal uns den Ordner noch mal an. Den schauen wir noch mal an. Wo liegt der? User Share Themes. Von der Ordnerstruktur her Rechner liegt dieser Ordner nicht im Home-Verzeichnis. Ne? Ja, Home-Verzeichnis in meinem Ordner. Hier könnte ich alles rein kopieren, sofort ohne Sudo-Rechte. Aber da bin ich viel weiter oben, ne? Da bin ich ganz woanders daheim. Da ist so ein, ja, User Share sagt schon eigentlich, das ist so ein gemeinsamer Ordner für alle User, damit ihr auch gemeinsam dieses Thema namens Black and Blue GTK, das ich mir da runtergeladen habe in meinen Downloads, nutzen könnten. Ne? Und jetzt will ich das kopieren. Sudo. Deshalb muss ich root sein.
Leerzeichen, Copy heißt kopieren. Und weil in diesem Ordner mehr als nur ein paar Dateien waren, da waren noch Unterordner, sage ich rekursiv. Und dann, wohin? User, Share, Themes gegebenenfalls. Korrekterweise müsste ich sagen, da muss noch ein Schrägstrichelchen hin, damit er weiß, das ist ein Verzeichnis, ein Ordner. Ne? Ja, würde ich einfach so mit ohne Strichchen hinten aufhören, hier, wie auch da, dann könnte es ja genauso gut ein Dateiname sein. Gut, dabei passierte jetzt Folgendes. Ne? Also ich hätte das jetzt kopiert und habe dann festgestellt, das Thema, das ich dahin kopiert habe, funktioniert gar nicht. Warum nicht? Dann geht man zum Beispiel mal da rein. CD. Warum? Steht da gleich. Share. Themes. So, und jetzt ls-al. Wir zeigen uns mal die ganzen Dinge an. Und zwar auch die Berechtigungen. Und zwar war das so, dass vorher das nicht so von den Berechtigungen hier war. D heißt ein Directory. Und der Root hat Schreib-, Lese- und Ausführrechte. Und andere dürfen lesen und ausführen. Die andere Gruppe und andere, ja, Menschen. Ne? Die Benutzer halt vom PC zum Beispiel. Die dürfen aber nicht schreiben. Ja, das war vorher nicht so. Da waren die Leserechte nicht gesetzt. Was macht man denn dann? Ne? Also, wir können uns damit schon mal anschauen, ne? Kopieren konnte ich den Ordner hier hin. Das hier stimmte zunächst nicht. Ne? Da kommt uns der Befehl chmod. Ne? Hatte ich, glaube ich, in einem separaten Video schon mal gezeigt. Sudo chmod modifizieren. Und zwar minus R wieder rekursiv für, ne? Was will ich jetzt machen? Ich will den Ordner die Rechte setzen und nicht nur für den Ordner selbst, sondern auch die darin enthaltenen Dateien und Unterordner. Damit das zu dem Rest passt, ne? Damit die User, unter anderem auch ich, da überhaupt was draus lesen können. Das war vorher nämlich nicht so gesetzt. Ne? Ich hatte ja mit sudo das eigentlich kopiert. Und wenn man das einfach so mit sudo kopiert, dann ist das eigentlich der Root. Und dann kann eigentlich nur der Root lesen, schreiben. Es soll aber jeder da lesen, schreiben. Ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Und deshalb muss ich nochmal mit Root-Rechten definitiv sagen, jetzt dürfen die anderen aber auch gucken, ne? Die dürfen auch lesen. chmod, ne? Modifizieren wir das mal, und zwar rekursiv. Jetzt muss ich nochmal sagen, ja, Black und Blue GTK, auch mit Endstrichelchen, wäre nichts Verkehrtes. Und zwar, ja, wie wollen wir es denn modifizieren? 755, wie komme ich jetzt wieder darauf? Das ist die Codierung dieser, ja, kleinen Zugriffsrechte. Ihr seht, hatte ich glaube ich schon mal erklärt, aber ich erkläre es noch einmal. Read, Write, Execute, Execute. Da stellt ihr euch eine 1 vor, für das W eine 2 und hierfür, für das R eine 4. Auch hierfür stellt ihr euch wieder eine 1, eine 2 und eine 4 vor. Auch hier wieder eine 1, eine 2 und eine 4. Und je nachdem, wie man die Rechte setzen will, ne, hier wäre es die 1 und die 4, das ist eine 5. 1 und die 4 ist eine 5. Und hier ist es die 1, die 2 und die 4. 1 und 2 ist 3, 7. Also 7, 5, 5. Und dass es ein Directory ist, braucht man jetzt nicht definitiv noch sagen, das weiß er auch so. Also, Root soll modifizieren. Zwar rekursiv für die Unterverzeichnisse, die Zugriffsrechte auf 755, also Read, Write, Execute, 7. Read, Execute für Benutzer, für die Gruppe und Read und Execute für andere Geschichten. So, und dann kommt der Ordnername, für den das gelten soll. So kann man das machen. Jetzt muss ich dann das Passwort eingeben, wenn ich es nicht schon gemacht habe oder nicht schon sowieso mit sudo-s der Root bin. Ja, gut. Das hier so als Hinweis, chmod, gibt es auch separate Videos von. Sudo hatte ich schon mehrere Videos gemacht, wenn ihr ein grafisches Programm ausführen wollt. Unter GTK, ne? Was ist jetzt GTK? Ne? GIMP Toolkit. Gut, man muss natürlich wissen, welche Ubuntu-Version man hat oder Linux-Version. Hier ist das eigentlich eine, die auf GNOME basiert oder GNOME, wie manche sagen.
dann schreibt man noch gk sudo. Ne? Dann schreibt man gk davor. Warum schreibt man das davor? Weil sonst, wenn man ein grafisches Programm aufrufen will, wie zum Beispiel gedit, ne, erkennt man auch gut an dem g dran. Das ist eigentlich ein Gnome-Programm, ein Editor von dem Gnome-Projekt. Und den wollte ich jetzt mit Root-Rechten starten. Dann muss man das davor setzen, wenn es denn ein grafisches Programm ist. Sonst kann es Probleme zum Beispiel mit dem Icon Cache geben. Ja. Aber dadurch, dass man das so gemacht hat, hat man keine Probleme. Und man kann den Editor, in dem Fall gedit, mit Root-Rechten starten. Das können zum Beispiel die Leute gut gebrauchen, die nicht gerne mit Nano im Terminal arbeiten, sondern lieber mit einem grafischen Editor und auch unter Root-Rechten. Ist zwar nicht so gut, ne, würde ich eher von abraten. Versuch's lieber mit Nano. GK sudo oder unter KDE wäre es KDE sudo. Ja. Und unter KDE Umgebung heißt das Programm nicht gedit, sondern kate. Ne. Würde dann den Editor kate öffnen unter KDE mit den entsprechenden Sudo-Rechten, die auch geeignet sind, für grafische Programme zu starten, damit mit Administratorrechten damit ja gescheit gearbeitet werden soll. Ihr seht schon, da tut sich so einiges. Also ich vermeide es, wo es geht, aber es geht. Gut, KDE Sudo hatten wir, GK Sudo hatten wir. Ja, wir hatten es mit Chown. Mit chmod hatten wir es, aber Chown hatten wir noch nicht. Ne? Chown, den Besitzer von etwas ändern. CD, bin ich wieder im Home-Verzeichnis ls. So, den Besitzer. Ne? Den Besitzer, ja gut, ls minus l. Hier sehen wir den Besitzer. Besitzer ist Rectrunner, Gruppe The Rectrunner, gehört dann dieses, ja, kleine Textdateichen, das Grundlagenterminal heißt. Wir können natürlich auch mit Chown, also sudo chown, den Besitzer ändern. Das sollte man normalerweise nicht, aber falls es mal passiert, ne, passiert gerne, wenn man was hin und her kopiert zwischen zwei verschiedenen Linux-Versionen, den Besitzer von zum Beispiel root wieder auf den Benutzer ändern. Ne. Selectrunner. Das wäre genau das, was wir hier sehen. Selectrunner. Und dann sagen wir mal den, ja, Grundlagen-Terminal. Ja, das ist diese Datei. Die wollen wir setzen. The Rectrunner. Wenn das hier ein Ordner wäre, müsste ich das dann entsprechend rekursiv machen. Deshalb kann man das hier mit minus R angeben. Gut, bei mir ist das schon so. Wir können das aber mal ändern. Angenommen, es soll root sein. Root. Und sagen wir mal, mein Ordner Bilder soll nur der root lesen können. Und zwar rekursiv. Oh, don't do this at home. Es sei denn, ihr wisst, wie man es wieder rückgängig macht. Bilder. Dann sieht das so aus. ls minus l. So. Jetzt gehört der Ordner Bilder in meinem Home-Verzeichnis dem root. Jetzt dürfte ich da eigentlich nicht mehr reinkommen, wenn ich das alles richtig erzählt habe. Ich weiß es doch nicht, ob ich das alles wieder so richtig. So, persönliche Ordner. Bilder, jetzt sehen wir hier, da hat es so ein Schloss. Gut, ist immer noch erreichbar, weil es in meinem Home-Ordner ist, aber normalerweise Besitzer root. Also der Besitzer, root, und wir können natürlich chmod machen. Mod 755 Bilder, so wie wir es vorhin gesehen haben. ls-al. So, können wir natürlich auch machen. Dann sieht das ungefähr so aus. Dann sehen wir hier die Schreib- und Leserechte. Wie machen wir das dann, dass der... So, wie machen wir das dann, dass das nur noch der root schreiben kann? chmod 700.
der Root sagt, ändere, ja, die Schreib- und Leserechte rekursiv 7.0.0. Also nur der Root kann lesen, schreiben, die anderen können gar nichts, ne? Da ist weder read noch write, execute. Und der Ordner, um den es geht, heißt Bilder. Und dann Schrägstrich hinten dran, dann weiß man, dass es ein Ordner ist. So, ls. Ja, wie sieht's denn da aus? ls-al. Machen wir mal -l, dann die versteckten Dateien brauche ich nicht. So, hier sieht man jetzt, mit dem Befehl habe ich dann die Lese- und Schreibrechte für andere abgeschaltet. Ne? Besitzer und dann auch noch Schreib- und Leserechte der anderen Leute. So, jetzt sieht man hier zwei Symbole. Eigentlich gehört es dem Root und andererseits kann ich das nicht anzeigen. So, das war dieses. Hätten wir es auch, wie machen wir das wieder? Rückgängig den Quatsch. 7, meinetwegen. So, ja, 77 ls-l. Jetzt habe ich da wieder die Möglichkeit, lesen zu schreiben. Bei den anderen Ordnern sehe ich, da haben die anderen beiden nur Lesen- und Ausführen-Rechte. Machen wir das mal so, dass es auch wieder so ist wie vorher, damit ich da nichts Dummes tue. 755 ls-l. So. Jetzt sieht er schon so ähnlich aus wie bei den anderen. Downloads zum Beispiel ist so und der ist so und Bilder ist auch so. Also ich habe es wieder gleich gemacht. Sudo schon den Owner wieder auf, also minus R rekursiv. The Recrunner, Doppelpunkt, The Recrunner, Benutzergruppe, Recrunner und der Ordner ist Bilder. So, er ist minus L. Besitzer ist der Recrunner wieder. Gut. Haben wir das auch wieder hingekriegt. Vorher war es der Root. Jetzt stimmen Zugriffsrechte wieder und Besitzer und alles ist wieder in Ordnung. Stimmt das, was ich erzählt habe? Gucken wir mal lieber mal nach. Wer weiß, was da wieder los ist. Ja, ja, wunderbar. Ja, geht. Prima, alles wieder in Ordnung. So, so viel zu den Zugriffsrechten. Aber gab es eigentlich schon Videos dazu, aber der Vollständigkeit halber. Gut, weiter wichtiger Befehl ifconfig. Da sieht man seine Netzwerkkonfiguration. So, meine Mac-Adresse zum Beispiel, ne? Die eindeutige Adresse meines Rechners, könnte ich hier sehen. Und ich sehe meine IP-Adresse, das ist oft wichtig zu wissen, welche IP-Adresse habe ich im Moment. Ich habe hier eine feste IP-Adresse. Et0 ist die Ethernet-Schnittstelle 0. Wichtiger Befehl. Gut. Was hätten wir sonst noch? Ich muss jetzt mal gerade auf meinen Spickzettel gucken. Ah ja, Ping wäre nicht schlecht, ne? Ping hatten wir noch nicht im letzten. Ja, Ping. Ich kann zum Beispiel mal gucken, komme ich nach draußen ins Internet? Ich ping einfach mal den Name-Server von Google ab und sehe, das funktioniert. Ne? 8888 ist die IP-Adresse des Name-Servers von Google. Ich kann natürlich auch einen anderen Rechner anpingen, den ich im Netz habe. 040 zum Beispiel, den gibt's, ne? Der existiert bei mir. Oder 023 existiert. Der antwortet. Falls nicht, dann nicht. Abbrechen immer mit Steuerung und C. Steuerung und C. Clear. So, was gab's Neues? Was gibt's sonst noch? Letztens hatte ich ein Problem, meinen Login-Manager zu ändern. Hm? GDM, Lightm. Wichtig wäre das, damit sudo dpkg-reconfigure und dann gdm. So, sudo dpkg Reconfigure GDM, was macht das denn? Wenn das hier gar nicht installiert wäre, käme das hier auch nicht. Gut, das ist der Login-Manager oder Display-Manager, wird das immer genannt. Ich meine, es wäre sinnvoller, das Login-Manager zu nennen. Display-Manager ist das, was ihr seht, wenn ihr den Computer als erstes einschaltet. Da kann man den nämlich ändern, ne? Wenn man das will. Ne? Oder wenn man gar nicht will, Steuerung C drücken. Oder man lässt einfach so, wie es ist. Oder Escape.
Dann ist das gut. Das ist noch ein wichtiger Befehl, hier vom Terminal aus zu starten. Was hätten wir sonst noch? Ja, sudo apt-get update. Ein Update fahren auf den Rechner. Mittlerweile unter Ubuntu 14.04 habe ich zufällig in einem Video gesehen. Man kann auch mittlerweile einfach nur apt schreiben. Geht. Interessant, gell? Man geht aber erst seit Ubuntu 14.04 sein Update zu fahren. Anstelle von apt-get, wieder eine kleine Abkürzung, einfach nur apt zu schreiben. Funktioniert. So, jetzt haben wir schon eine ganze Menge gemacht. Jetzt haben wir schon, was könnte man sonst noch für Schweinereien anstellen? Ja. Interessant ist auch, falls ihr jetzt mal das nicht unterbrechen wollt, ich jetzt zum Beispiel Datei, kann man ein neues Terminal einfach so machen. Ich kann das Terminal auflassen, der macht sein Update und ich möchte jetzt natürlich dieses Video weitermachen. Lass das Update weiterlaufen und gut ist. So, wir hätten zum Beispiel, ab und zu haben wir das Problem, dass sich etwas nicht stoppen lässt. Wer kennt das zum Beispiel? Ne? Man hat zum Beispiel Thunderbird, E-Mail und Nachrichten gestartet oder Firefox. Und aus irgendeinem Grund geht das nicht. Man klickt drauf und der behauptet steif und fest, Firefox läuft bereits. Ne? Was machen wir denn dann? Ja. Ihr seht aber keinen Firefox. Ne? Der behauptet, Firefox läuft oder Thunderbird läuft und ihr wollt das stoppen. Wir machen das denn? Kill all, ne, heißt das Ding dann zum Beispiel Firefox. Ne? Dann gibt man einfach den Programmnamen an. Kill all. Das heißt, alle Prozesse, die vorne dran Firefox heißen, alle Tasks, die im Moment laufen, werden dann gestoppt und gekillt. Das kann man vom Terminal aus machen. Jetzt will ich hier in dem Video nicht unbedingt meinen Firefox aufmachen. Gucken wir gerade mal, ob wir irgendwas Sinnloses finden, dessen Name ich gerade so... mal gucken. Wie heißt denn... Heißt das Mine? Mine? Gucken, hoffentlich heißt das Programm auch in Wirklichkeit Mine, sonst blamier ich mich mal. Killer Mine? Vielleicht das heißt bestimmt Englisch Mines, hm? Ja, siehst du? Habe ich noch. Was brauchen wir jetzt? Hardtop. Habe ich deinstalliert. Also hilft mir wieder Top. Ihr seht, ich mache das live. Gut, hier könnte ich jetzt gucken, was läuft denn gerade so an Programmen. Das Ding muss ja irgendwie mit M heißen. Wahrscheinlich Mines oder so. Mines bleibt Mines. Mine. Minen. So, gucken wir mal, läuft irgendwas, das so heißt? Da, Gnome minus minus, so heißt es. Gnome minus minus, kopiert. Gnome minus minus läuft. Das will ich beenden. Strang C. Also, clear. Alles kristallklar, clear. So, das Ding heißt Gnome minus minus. So kriegt man den Namen raus, ne? Obwohl hier Minen steht. Also. Kill all. Ja, wenn es jetzt mehrere wären, würden sich alle Gnome. Minus. Ich kann auch Tab drücken. Dann vielleicht findet er dann zufällig was. Ne? Minus. Kill all. Ich drücke jetzt Enter. Bums, ist das Programm zu. Kill all. Ein Programmchen, das man sehr häufig braucht, um Programme abzuwürgen, ne? Die dann gerade so im Hintergrund laufen. Apropos Hintergrund laufen, es gibt auch Services. Ne? Sudo Service. Angenommen, ihr hättet das Programm XRDP. XRDP Start. Da kann man Services starten. Angenommen, ihr hättet XRDP. Ein Programm, mit dem man einen Remote Desktop Protokoll Server startet, mit dem man sich auf diesen Rechner aufschalten könnte. Von einem anderen aus. Angenommen, diesen Service wolltet ihr starten oder aber auch stoppen. Dann geht das mit sudo Leerzeichen Service. Und dann der Service, den ihr starten oder stoppen wollt. Welche Services gibt's denn? Ja, die findet man dann zum Beispiel in, wir gehen mal rein in cd etc init.d. So, und da gehen wir auf ls und sehen dann zum Beispiel irgendwelche Services, die so
laufen oder die es so gibt. Dann gibt es auch eine README-Datei, können wir so durchlesen. Cut, README. Und könnten uns dann durchgucken, was alles so läuft. Was hätten wir sonst noch? CD, kommen wir ins Home-Verzeichnis, einfach so, ne? Clip. LS, sehen wir wieder, ich bin wieder da. So, was ich des Öfteren noch brauche, ist zum Beispiel herausfinden, wo mein Router ist. Wir hatten es da mit Ping und so weiter. Netstat-R, Netstat-R, findet die Route zu meinem Router. Wo ist er denn? Zeig dich. Falls das einfach so nicht funktioniert, dann gegebenenfalls mit sudo mal probieren. Mein Router heißt so. Ne? So kann man seinen Router rausfinden mit netstat oder net. Ja, am besten sudo. Sudo netstat tune pc. Das kann man sich gut merken. Tune pc. Ne? In Wirklichkeit sind das Parameter von netstat, aber die in Kombination ergeben dann die Möglichkeit, sich anzuschauen, welche Services kommunizieren gerade über TCP/IP, ja, und zeigt mir das an, und zwar kontinuierlich, das heißt das C, und nicht unbedingt die Namen der Zielrechner auflösen über DNS. Aber ich kann ja mal gucken, was ist im Moment so am Laufen. Ja, gut, clear. Was bräuchte ich sonst noch? Ab und zu haben wir das Problem, ein Programm zu starten. Jetzt muss ich ja natürlich wieder simulieren. CD Downloads. Ich habe natürlich wieder nichts vorbereitet hier. Echo. Test umleiten. Kann ich nur Stundenhandel. So. Nicht gucken jetzt. Das war jetzt nur, damit ich irgendeinen Text umleiten konnte in eine Datei, die .configure heißt. So, clear. Wenn ich mich wieder verschrieben habe, ja klar, ich habe einen Schrägstrich mit drin. .configure. Einfach configure am besten. Clear. So, alles live. LS. Also, hier wäre meinetwegen zum Beispiel ein Programm, das Konfiguration heißt. Unter Windows würde man meinetwegen sagen, Setup oder so. Ich habe jetzt nur mal einen Dateinamen erzeugt. Angenommen, ihr könnt das Programm aus irgendeinem Grund nicht starten. Dann wäre es dann so, dass man mit den .configure dieses Programm starten könnte. Ne? Der Witz bei der Sache ist, Punkt und Schrägstrich davor und schon weiß unser Linux-System, der will das Programm starten. Alternative wäre, ne? Wie gesagt, da ist jetzt natürlich nichts Sinnvolles drin. Das habe ich jetzt nur, damit da überhaupt mein Name steht. Wenn es ein Programm wäre, könnte man das auch zum Beispiel erzwingen mit sh-c und dann entsprechend diese Config-Datei. Da könnte ich dann auch ein Shell-Kommando ausführen. Ja. Shell Kommando ausführen, configure. So könnte ich auch ein Programm starten. Das werdet ihr ab und zu mal haben. Bei Programmen, die man erst kompilieren muss. Ne? Da steht was von make und wie auch immer und configure und da muss man irgendein Programm starten oder irgendeinen Treiber, den man weiß Gott wo hergeholt hat. Wie gesagt, ich mache das hier so ziemlich aus dem Kopf. Was braucht man öfters mal? Die Version von irgendwas. Zum Beispiel Python. Welche Version von Python habe ich? Sion. Mit angehängten --Version. Sieht man das? Ne? Das geht bei fast jedem Programm. Compiz. --Version. Sofern es denn installiert ist. Habe ich Unity drauf? Unity. --Version. 721. Gut, geht bei vielen Programmen, die Versionsnummer anzuzeigen.
Was auch bei vielen Programmen geht, nicht unbedingt bei jedem Programm, aber zum Beispiel bei Composite Manager, Compix-Replace. Das ist jetzt kein Display Manager, aber ein Programm, das für Composite, also für zum Beispiel die Transparenzeffekte zuständig ist. Und falls ich zum Beispiel nur schwarze Balken hätte oder irgendwelche Probleme, könnte ich hiermit mit --replace erzwingen, dass der Composite Manager namens Compix ausgeführt wird. Beispiel. Wie kann man etwas finden? Locate a Port. Gerne schalte ich mal diese Fehlerberichterstattung ab von Ubuntu. Und ich weiß, die ist in irgendeiner Datei, die hat was mit Apport zu tun. Aber wo ist er denn? Apportier doch mal. So. Und schon findet er alle Programme oder Dateinamen, die Apport heißen. Und ich kann die dann aufspüren. Ja. Aufspüren. Ich blätter jetzt einfach mal mit der Maus hoch. Ja, es gibt also viele. Also User Share Apport gibt es. Da sind viele drin. Oder im Library, und hier ist zum Beispiel etc. Default Apport, ne? Etc. Default Apport. Könnte ich zum Beispiel mal mit CD reingehen, CD etc. Default Apport. Bin ich da drin? Das ist eine Datei. Etc. Default ls. Und da ist tatsächlich die Datei namens Apport drin. Die geben wir mal mit sudo nano, haben wir ja gelernt, Apport, und können die bearbeiten. Und hier sieht man zum Beispiel das Fehlerberichterstattungssystem von Linux. Hier Ubuntu ist eingeschaltet, kann ich ausschalten. Wenn ich also dauernd die Meldung komme, eine verdammte Anwendung funktioniert nicht richtig, wollen Sie vielleicht mal einen Fehlerbericht an Canonical senden, und man möchte das mal ausschalten. Das geht so. Steuerung X. So. Ich glaube, jetzt sind wir auch bald durch. Was bräuchte man öfters mal? Die ID der Benutzer und die Gruppen-ID. In welchen Benutzern und Gruppen bin ich denn zum Beispiel drin? Also ich bin in der Gruppe Sorekrana, Admin, CD-ROM, Sudo. Ich bin ein Sudoer, ich bin ein berechtigt, Sudo-Befehle auszuführen. Dann bin ich Line-Printer-Admin, also ich kann man mit Drucker machen. Und ich habe eine Samba-Share eingerichtet, damit ich mit einer Windows-Vergabe zusammenarbeiten kann. Ne? Und dann gibt es noch Groups. Sieht man auch nochmal das, was da so steht. Was bräuchten wir auch nochmal? Ja, gut, jetzt habe ich so viele Befehle eingegeben. Wo landen die eigentlich alle? Der merkt sich doch immer, wo die sind. Da gibt es eine sogenannte Bash History LS-File. In unserem obersten Verzeichnis unseres Benutzerordners, und da sind die drin. Ja, können wir uns mal gucken. cat.bash-history. Die kann ich mal gucken. Da habe ich zum Beispiel letztens GIMP gelöscht und Krita installiert und ls-release-a-o-ps3 eingegeben. Da habe ich Rekord meinen Desktop gestartet. Kann ich mir da alles anschauen. Was habe ich da alles noch gemacht? Install Compix, ne? CairoDoc habe ich installiert, das hier unten. Da kann ich den ganzen Weg mir nochmal nachvollziehen. Hier zum Beispiel konnte ich kein sudo eingeben, musste ich erst gkSu installieren und so weiter. Das ist die Bash History. Tja, wenn man jetzt aber in der Bash History zu versehentlich sein Passwort eingetippt hat, ne? Und es wäre da sicher, wäre das ja doof. Ne? Man kann natürlich mit History -C die History löschen. Aber es kann auch durchaus sein, dass da in der Bash History gegebenenfalls ja doch noch was drin steht. Ja. cat.bash-history. Und da steht das nämlich immer noch drin, ja. Also, ne? Also wer meint, das wäre dann einfach so weg, das ist nämlich nicht so einfach dann weg.
Wir machen aber gut. History minus C ist gut. Ja, History minus C ist schon mal gut. Und dann removen wir am besten noch die Punkt versteckte Datei bash unterstrich history. So, und damit wären wir jetzt historisch am Ende clear dieses kleinen Videos. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Jetzt haben wir die Befehle endlich alle wieder gelöscht, die ich so unkoordiniert eingegeben habe. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Hier habe ich meinen Rekord, mein Desktop am Laufen. Kann das jetzt mit Steuerung C dazu bewegen, abzubrechen und das Video zu rendern. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.